hier mein versprochenes Wettkampf-Update jetzt hier nach dem Ravensburger Sprintpokal. Also ihr seht schon, es ist ein bisschen kalt hier, also immer gut einpacken, Mütze drauf, nicht krank werden, immer viel Obst essen, möglichst bunt, stärkt die Abwehrkräfte. So, also zum Wochenende. Videos blende ich euch gleich ein von 100 Lagen und dann seht ihr meine einzelnen Cut-Off-Läufe von den 50 Meter Freistil und am Ende noch eine 4x50 Kraulstaffel von meinem Verein. Ist ein bisschen schlechtere Qualität da, aber egal. Wettkampf war sehr gut. Ich war zum Teil schon auf einigen Strecken schneller als letztes Jahr in Wuppertal. Auch persönliche Bestzeiten geschwommen, Textilbestzeiten. Hätte ich also so nicht gedacht. Das Ganze war mit elektronischer Zeitmessung. Natürlich noch unrasiert. Eine einigermaßen ordentliche Wettkampfhose hatte ich allerdings an. Bin also so jetzt erstmal sehr zufrieden. Und jetzt geht es weiter in die finale Phase. Noch 3,5 Wochen. In 2 Wochen nochmal Landesmeisterschaft. Da muss man also schon relativ gut drauf sein. Und danach geht es nur noch in die Vorbereitung bis nach Wuppertal. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Jetzt könnt ihr euch erstmal die Videos reinziehen. Viel Spaß dabei und bis bald. Ciao, ciao. Thank you.